Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Solmecke. Ich bin Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und in der heutigen Ausgabe unseres Videoblogs soll es um das Thema Musik gehen. Konkret um die Beantwortung der Zuschauerfragen aus unseren YouTube-Kommentaren. Das war eine ganze Menge. Wir haben deswegen dazu drei Videos gemacht. Das erste Video drehte sich um das Thema Film und TV. Und heute soll es gehen um die Frage, wie bekomme ich möglichst viel Musik auf diesen kleinen iPod? Also, wie kann ich mir legal Musik auf dem Internet beschaffen? Also, da starten wir zunächst mal mit der Frage, kann ich mir Musik aus YouTube herunterladen? Da sagen wir, da haben wir auch mal ein eigenes Video schon zugemacht, ja, das funktioniert, das ist vom Recht auf Privatkopie gedeckt. In diesem Zusammenhang ergibt sich allerdings die nächste Zuschauerfrage, wieso gibt es denn so viele Urheberrechtsverletzungen auf YouTube? Nun, zunächst einmal ist für den normalen Nutzer überhaupt nicht zu erkennen, ob ein Video bei YouTube legal oder illegal hochgeladen worden ist. Grundsätzlich muss man daher davon ausgehen, dass das meiste, was bei YouTube zu finden ist, wohl legal ist. Allerdings ist es so, dass immer wieder die Musikindustrie Abmahnungen an YouTube verschickt und darum bittet, gewisse Musik herunterzunehmen. Es gab auch eine Milliardenklage, ich glaube von Viacom in den USA gegen YouTube, die ist allerdings seitens des Rechteinhabers verloren worden, aber aus formellen Gründen. Da ging es darum, dass sehr viele Fernsehclips auch auf YouTube zu finden sind. Also die Frage, warum so viele Urheberrechtsverletzungen, warum wird dagegen nichts getan, ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass die Rechteinhaber auch verstärkt in Zukunft gegen YouTube vorgehen werden. Im Moment löst YouTube das vor allen Dingen finanziell und verspricht den Rechteinhabern dann möglicherweise eine Partizipation an den Umsätzen, wenn hier eben Inhalte online gestellt werden. Die nächste Frage war, inwiefern darf ich mir Remixe herunterladen? Da geht es also darum, wenn verschiedene Titel ineinander hereingemixt werden. Es ist so, dass hier auch, sofern es nur den Download betrifft, höchstwahrscheinlich keine Urheberrechtsverletzung begangen wird. Allerdings ist das Remixen an sich gegebenenfalls schon eine Urheberrechtsverletzung. Nicht zwingend, solange es zu privaten Zwecken erfolgt, aber immer dann, wenn der Remix online gestellt wird. Das ist nichts anderes, als wenn die einzelnen Titel allein und separat hochgeladen worden wären. Noch schlimmer ist es, wenn Remixe entsprechend in P2P-Tauschbörsen, also in File-Sharing-Tauschbörsen, angeboten werden. Wir hatten mal einen Fall, da haben wir eine Internetplattform vertreten, die hat den Austausch von Remixen angeboten, solange es sich nur um Musik der einzelnen Künstler handelte, wo die Künstler selbst die Rechte dran hatten, war es kein Problem. Aber es fand sich ein Remix, da wurden Titel aus den Top 10 unter anderem zusammengemixt und schwupp ist die Plattform abgemahnt worden wegen Urheberrechtsverletzungen. Nicht ganz korrekt, für Plattformen gibt es Sonderregelungen, aber trotzdem zeigt es, auch bezogen auf Remixe muss man vorsichtig sein, die darf man auf keinen Fall weiterverbreiten. So einfach herunterladen ist normalerweise kein Problem, nur dann, wenn man sieht, hier ist eine offensichtlich rechtswidrige Seite, dann müsste man auch beim Herunterladen vorsichtig sein. Ich hoffe, wir konnten diese Fragen zum Thema Musik umfassend beantworten. Wir können nur dazu auffordern, weitere Fragen in die YouTube-Kanalkommentare bei uns zu posten. Wenn es eine konkrete Frage zu einem Abmahnfall oder Ähnlichem gibt, können Sie gerne anrufen. Am Ende des Blogs finden Sie unsere Hotline-Nummer und viele, viele weitere Informationen auch noch auf unserer Internetseite wbs-law.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.